Ja, moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns verlassenes Haus angucken. Ich weiß, ich sage immer verlassen, es ist aber verlassen. Und das Haus liegt gegenüber eines Campingplatzes. Und da müssen wir halt ein bisschen mehr aufpassen, dass uns die Camper da nicht sehen. Und dann gucken wir uns das Haus gleich mal an. Aber ein Teil habe ich gerade hier noch gefunden. Vielleicht weiß das einer von euch. Wenn, dann könnt ihr das mal in die Kommentare reinschreiben. Ich denke, dass das ist für Bauern oder so, wenn die aus dem Wald kommen oder vom Acker kommen, dass die damit ihre Reifen sauber machen können, weil das sieht aus wie so eine Rüttelplatte. Ich drehe euch mal eben rum. Und zwar das hier. Das sieht nämlich aus wie so eine Rüttelplatte. Wenn die mit ihren Traktorenreifen hier drauf fahren, dann geht das klack, 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 dass der Dreck hier runterfällt. Bin ich da richtig in der Annahme? Dann bis 16 Tonnen pro Achse. Und so sieht das halt aus. Und ich denke, wenn der Bauer von da kommt, der fährt mit dem Traktor hier drüber, dass das komplett den Dreck, oder soll komplett den Dreck von den Reifen entfernen. Und das ist ja bestimmt 4-5 Meter lang und auch 4-5 Meter breit. Also wie gesagt, wenn es einer von euch weiß, klopft es in die Kommentare unten rein. Und man hat da nie ausgelernt. Also wie gesagt, wir gehen jetzt weiter und gucken uns das Haus an. Und wir sehen uns gleich wieder. So Jungs, da vorne ist das Haus. Und mal gucken, ob wir da einen Eingang finden. Weil auf der anderen Seite ist auch ein Campingplatz. Und das ist halt alles ziemlich offensichtlich hier. Häuser sind da auch. Wir gehen jetzt einfach mal hierher. Gucken uns das mal an. Ja, als ob sie den Wald aufgeräumt haben, da sind überall so Haufen vom Campingplatz, die haben uns gerade schon angeguckt. Ich glaube, hier vorne ist auch noch eine Garage oder so. Traktorspuren sind hier auch noch. Ich gucke mal, ob man da irgendwie reinkommt. Melde ich mich gleich wieder. Da seht ihr hinten das Reh laufen. Das war gerade hier am Haus dran. Aha. Hat sich nämlich hier versteckt, das Reh. Habe ich gerade die Kamera ausgemacht. Deswegen konnte ich euch das halt nicht zeigen. Auch noch so eine alte Mauer und so. Ich glaube, wir gehen mal auf der anderen Seite rum. Gucken wir mal, ob hier ein Eingang ist. Schon alles komplett kaputt aus. Ja, es ist so eine Scheune oder so. Das Dach ist auch schon kaputt. Schaut euch da mal rein, vielleicht seht ihr da was. Gesehen habe, das habe ich noch nicht gesehen. Und eine Tür. Das ist halt der Haupteingang. Da kommt man gar nicht mehr rein. Ist kaputt. Die Decke auch kaputt. Auch. Die Tür ist auch zu. Leider kann ich euch nicht mehr zeigen, weil die Tür, da kommt man gar nicht mehr rein. Da hat man vorne eine Tür, das ist aber zu. Staubsauger.
durch die Tür gehen, die ist im Arsch, aber da habe ich keinen Bock. Gucken wir mal den Boden an. Oh, ist Decke schon runtergekommen. Ist ja nichts mehr großartig drin hier. Alles in der Müll. Das lohnt sich halt nicht. Schade, ich halte hier nur mal rein. Da geht sogar noch eine Treppe hoch. Nach rechts. Bieg mal die Kamera ein bisschen mehr. Oh. Gehen wir ins nächste Fenster. Das, was ihr jetzt seht, sehe ich noch nicht. Aber ihr seht ja, es lohnt sich halt nicht. Warum kommt alles runter? Ein Vogelnest oder so. Das ist halt komplett kaputt. Aber werden wir mal wieder abhauen hier. Aber nur ein kurzes Video, kurzes Intermezzo. Auch wenn es jetzt nur ein kurzes Lost Place Video war, hoffe ich doch, dass es euch gefallen hat. Leider konnten wir da nicht weiter filmen, weil reinkommen hätte sich nicht gelohnt. Das ist alles kaputt, alles zerkloppt und da ist auch nichts mehr drin. Und da steht hier mitten im Wald. Wir fahren jetzt erstmal zur nächsten Location, gucken, ob die Location halt besser ist. Ich hoffe doch, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, Daumen da, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.